Ja, wie gesagt, wir haben jede Menge Leute dabei mit künstlichen Gliedmaßen. Da haben wir ja noch jetzt den hier, den, wie heißt der? Jetzt muss ich noch mal nach dem Namen gucken, wenn er denn hier irgendwo stehen würde. Ich glaube, Selric oder so irgendwie heißt der. Dann halt doch noch mal im Rotlichtbezirk shoppen gehen. Und die Lett hat ja auch ihre zwei künstlichen Beine. So, was hat die denn? Hello, take your time. So, da gucken wir doch gleich mal. Warskins sind nicht für uns, also nicht für den. Der wird wahrscheinlich ganz normale Klamotten anziehen. Jawohl, und zwar die hier. Moment. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ach nee, okay. Der sagt, dass wir drei haben, weil die Selina noch eine anhat. Aber die ist im Moment gerade nicht in unserer Party. Das ist das Problem. So. Genau, da geht die Speed jetzt von 79 auf 76 runter. Aber das ist mir jetzt gerade mal... Oh, sorry. Gerade mal egal. Light Shoes. Was hatten die... ich sehe gerade nicht so genau, was... Nehmen wir die Armor Shoes dann nochmal für den. Und dann braucht er danach eigentlich nur noch eine neue Engine. Oder war das das? 1958, jawohl. Ah, ja genau, das waren die. Welche geben wir dem denn jetzt? Nee, der kriegt die leichten, das ist besser. Und der Grub, der kann die Buzzsaw benutzen. Genau, da hat ja hier dieses Sägeblatt drin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch ein paar, zu dir... What do you sell? Ja, zu dir wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich eins weiter nach oben. Weil wir noch Engines brauchen. Ganz dringend. Hello. Die, die nicht hat. Tolle Wurst. Gloves. Nö. Da brauchen wir nichts. Wir müssen jetzt... Also ich will jetzt, sagen wir es mal so rum. Erst noch mal kurz gucken. Ja. Wo wir die Engines herbekommen. Weil ich will den nicht mit einer Mid-Engine rumlaufen lassen. Das ist mir ein bisschen zu, naja. Aber das lässt sich ja relativ fix rauskriegen, wo das war. So, Bounty Hunter war es mal nicht. Vielleicht war es ja doch in den Slums. Da ganz oben war, glaube ich, noch was. Ich glaube, hier hinten war nichts mehr. Ja. Nee, da war nichts mehr. Okay, jetzt gucken wir doch mal kurz oben dort nach. Und wenn dort auch nichts mehr ist, dann muss es ja beim Shipping District gewesen sein. Und dort müssen wir ohnehin hin, weil wir dort nämlich weiterkommen.
Da war der Zugeschweißte. Nein, mit dir wollte ich eigentlich gar nicht quatschen. Was sagt er denn? Any news on what the bounty hunters are up to? They seem to be content to rule the bazaar. Rule? The bounty hunters don't rule anything. They just think they do. Arim heißt er. Okay. So, oder war das hier unten? Verkaufst du was, Kumpel? Nein, der verkauft nix. Tut nur so. Steht vor jeder Menge Ware. Und tut so, als wäre er wichtig. So, was haben wir da oben noch? Da oben, da oben. Ah, da waren die Kiddies. Nein, dann war es doch bei den Docks. Dann müssen wir nochmal an den Docks vorbei. Es tut mir leid, aber dann haben wir wenigstens nochmal den Bazar nochmal komplett gesehen. Dann kann zumindest mal keiner sagen, ich würde hier nicht alles zeigen, soweit. Wobei, ich zeige bei weitem nicht alles, muss ich ja dazu sagen. Ich könnte jetzt wirklich mit jedem Charakter reden. Aber wenn ich das jetzt hier nochmal bis in alle Einzelheiten machen würde, wären wir hier noch ganz, 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 ganz lange beschäftigt. Und ich glaube, das ist die Sache nicht unbedingt wert. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier irgendwo gab es dann doch, muss man doch noch einkaufen können. Ich bin doch nicht blöd, ey. Oder war das doch bei den Bounty Huntern? Ich weiß es nicht mehr. Nein, ich will nicht mit dir reden. Can you? Nein. Hau ab. Och, verdammter Mist. Hatu Kopf wie Sieb, Mutu aufschreiben. Ja. War auch immer so eine Sache bei mir. Na, aber was soll's? Ich guck jetzt nochmal bei den Bounty Huntern nach. Ich meine nämlich, hier irgendwo muss das gewesen sein. Ich bin mir relativ sicher, dass man hier irgendwo noch einkaufen konnte. Nee, das war das. Das war das da. Die hatten hier nur Schwerter? Nee, irgendwo. Hier gab's auch, Core Engines, da bin ich mir 100% sicher. Irgendwo habe ich die doch gekauft. Ich habe doch der Maya und dem Grubter diese Power Engine zugelegt. Oder habe ich? Wenn ich jetzt noch eine übrig habe, dann... Ne, ich habe nur zwei gekauft. Und zwar eine hat die Maya, eine hat der Grub. Dann war es doch an den Docks. Wenn nicht, müssen wir einfach dort, wo wir als nächstes rauskommen, dann eine neue Engine für den kaufen. Dann, ja, müssen wir gucken, dass wir jetzt hier irgendwie zurechtkommen. Was hat denn eigentlich der... der hat immer noch die... Wieso hat... Ach, okay. Ich glaube, wir sollten doch versuchen, die Leute möglichst alle ordentlich auszurüsten, weil ansonsten, das ist wahrscheinlich der Captain von dem Schiff. Und was verkaufst du? Can I interest you in anything? Ach, okay, hier kriegt man die. Alles klar, alles klar. Dann kaufen wir hier mal noch eine Power Engine. Und die Rüstung lassen wir jetzt einfach mal Rüstung sein. Aber zuerst, bevor wir hier jetzt abhauen, equippen wir die noch, bevor ich es vergesse und hier irgendwas schief geht.
Need to book passage off Shell? Can I book passage to Shell 7? I'm only going to Shell 3 these days. Pirates are all over the place now that Janaman and Kara are gone. To go to Shell 7, I have to go through the pirate dens of Shell 6. There's no way you'll go. Find someone who can make nice with the pirates in case we get boarded, and I'll go. But fat chance on that. What kind of ship do you have? Fast, kid. Janam technology. Is it bioengineered like the Chosen's? Parts of it, like the heart and brain computer. Rest of it's steel. Okay, wir haben ja noch den hier und der wird höchstwahrscheinlich hier ein bisschen helfen. Hey, how's it going? Made some new friends, eh, Aram? Aye, and they're looking for passage to Shell 7. Think you can get us there? Just tell me when you're ready. Anytime you want, Maya. But remember that I have to go with, or the captain won't go. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen nach Shell 7. Oder? Nee, wir kaufen jetzt zuerst mal noch. Es tut mir echt leid, aber wir kaufen dem Grub jetzt noch eine Rüstung. Sonst kann ich jetzt hier nicht mal ruhig schlafen, wenn wir jetzt da so nach Shell 7 fahren. Es tut mir ja echt leid. Aber es geht ja schnell. Wir wissen ja inzwischen, wo wir hin müssen. So, zur Abwechslung. Und die Wege sind ja nicht allzu weit hier. Ist halt in diesen Adventures immer so eine Sache. Da muss man immer gucken, dass man irgendwie von A nach B und von... Stopp, da waren wir doch schon richtig. Die verkauft Klamotten. Hello, take your time. Im weißen Kreuz auf grünem Grund. So, und so eine möchten wir noch bitte. So. Der kriegt noch die Armor. Dann haben wir die auch schon weg. So. Brauchen wir nichts mehr zu kaufen und hauen direkt ab. So. Okay, dann sind wir soweit fertig, würde ich sagen. Und ich habe schon wieder rausgeklickt. Ach je, das passiert irgendwie öfters diese Zeit. Aber es ist halt das Kreuz, wenn man dann zwei Monitore hat. Einige Leute sagen jetzt, toll, hast du Probleme. So, jetzt sind wir hier unten. Da ist der Typ und wir hauen ab. Need to book passage off Shell? Jo, wir wollen nach Shell 7. Where you wanna go then? So denn, dann auf nach Shell 7. Wir haben ja den Aram dabei. Und man sieht so richtig, dass der Grub nicht so wirklich in die Party gehört. Duke. Who's this loser? My former boss, the leader of the bounty hunters. I figure you still owe me for all the trouble you've caused me, Aram. Now pay up. Toll.